Hast du heute schon geküsst? So eine persönliche Frage. Vor allem in dem Zusammenhang, wo sie entstanden ist. Hast du heute schon geküsst? So war es für Judas ein Erkennungszeichen. Aber nicht ein Zeichen einer besonderen Zuneigung. Nein, es war ein Zeichen des Verrates. Er hat dieses so persönliche, intime Zeichen verwendet, um Jesus ans Messer oder besser gesagt ans Kreuz zu liefern. Er hat sich das wahrscheinlich gar nicht so gedacht, aber darauf lief es hinaus. Wer mit dem Bösen dicke Sache macht, der erntet nur Böses. Und da waren sie alle. Die Pharisäer, die Soldaten, die Menschen, die Jesus nicht mehr mochten, die ihn aus dem Weg räumen wollten. Jesus kam gerade mit seinen Jüngern von einer durchwachten Nacht. Er hat so gebetet, dass er Blut und Wasser schwitzt. Seine Jünger, die musste er dreimal wecken, weil sie eingeschlafen sind. Sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Für Jesus war klar, was auf ihn zukommt. Er konnte mit großer Gewissheit seinen Weg gehen. Und er ging ihn. Und da waren sie, die Pharisäer, für die Jesus nur ein Gotteslästerer war, auf den die Todesstrafe stand. Und die Soldaten, die machen ja eh alles richtig, denn sie machen nur, was die Großen sagen. Sie waren gehorsam und haben das ausgeführt, was andere befohlen haben. Und Judas, der wollte Jesus herausfordern, aber das war nicht gut. Und wie war das mit Petrus? Er nahm ein Schwert und entfernte ein Ohr von einem römischen Soldaten. Es hätte auch den Schädel zerschlagen können. Menschen wollen Jesus aus dem Weg räumen. Man braucht ihn nicht. Und dabei ist genau dieser Charakter, diese Art von Jesus etwas, was Menschen auch heute brauchen. Wir alle brauchen es. Auch ich spüre, ich bin manchmal meilenweit davon entfernt, von dieser Art von Jesus zu lernen. Er ist seinen Weg gegangen und er konnte ihn gut gehen, weil er wusste, worauf es ankommt. Und er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Leben haben. Eine tolle Verheißung, die in der Passionszeit so wichtig wird. Passion, das war das, was Jesus an den Tag gelegt hat. Mit Passion, mit Leidenschaft hat er sich für uns eingesetzt. Immer wieder neu. Und wir dürfen davon leben. Das ist wahres Leben, heute, jeden Tag neu. Dass es kein bitterer Kuss ist, den wir geben, sondern mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung.